Aber müssen wir denn nicht daran? Weil dann können wir es die. Nee, nee, hier runter. Was geht da ab? Weiß ich nicht. Der Fall scheint ja sauer gewesen zu sein. Der kleine Mann. Wer? Hallo? Wer? Wer? Nee, okay. Frei. Ich bin Speer. Wer? Nee, das war schon wieder ein Fall. Hier liegen ein paar Opfer rum. Eine Brille. Die hatten wahrscheinlich eine Meinungsverschiedenheit hier. Hier auf alle Fälle. Du hast meine Pfeile bestimmt auch eingesammelt, ne? Ja. Ist ja nicht schlimm. Aber ich kann sie dir gerne Geht dann wiedergeben, noch? wenn du möchtest. Nö, nö, ich mach mir schnell Pfeile. Ich sammle ja nebenbei so immer so kleine Steine noch schnell mit auf. Ja. Na, hast du Langeweile? Junge, es hat ein riesiges Bein. Also ich gehe weg von dir, ne? Boah, nee. Überhaupt nicht, was du hast. Du bist mir wilder als die Wilden. Na. Aber ich frage mich am meisten, ne? Das ist ja so eine Parallelwelt, glaube ich, wo die hinreisen immer. Oder was hier ausgelöst wird. Und ich frage mich, was immer, warum die Menschen im Prinzip mutieren. Die ganze Zeit. Warum Ja, eigentlich? durch diese Artefakte. Ja, aber wodurch wird das alles ausgelöst? Ist das eine Parallelwelt oder ist das eine Alienwelt, was hierher gekommen ist? Du, ne? Ob du mich das jetzt nur fragst oder fragst, wie genau sich das Plusquamperfekt zusammensetzt? Ich könnte dir bestimmt eine Antwort darauf geben, aber nicht jetzt. Dafür bin ich einfach zu müde. Hier ist die Höhle. Hier ist die Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, Höhle. Ledermäuse. Auf eine Höhle. Lass uns da drinnen gleich mal abspeichern. Ja, sehr gerne sogar. Oh, hier ist ein Leppi. Unterhaltungsdrüber. Atemgerät. Was haben wir hier? Kraftkorb über Wiede Sahara Therapeutics für einsame Inseln. Ah ja. Weißt du, hier ist das immer so einfach, wenn das mal so einfach außen wäre, ne? Egal wo du bist, kannst du jederzeit den Stock genau perfekt hinstellen. Egal wie krass das Wetter ist, der steht. Ja.
normal. Hier hatte er noch Hunger. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Hast du es jemals geschafft, in the forest alle Passagiere zu finden? Ich glaube, ich war mal kurz davor und dann kam der Bund. Nee, also ich meine, ich war mal kurz davor, das zu schaffen. Aber ich habe es nicht geschafft. Aus irgendwelchen Gründen. Ich frage mich immer, warum ich Rückenschmerzen habe, weißt du? Weißt du, was? Einfach in einer Salzmühle. Ist so. Ich habe keine Rüstung mehr, Frank. Wurde es mir gerade ganz woanders angezeigt, habe ich probiert. Ja, ja. Schön. Einfach schön hier. Schön hoch. Schön hoch. Männer, die aufs Feuer starren. Ja. Er steigt jetzt schon wieder in den Boden. Ja. Ich habe eine Methode gefunden, wie ich es am besten töte. Einmal einen dollen Schlag und dann einfach leichte Schläge hinterher? Ja. Ja, genau so mache ich es auch. Perfekt, dann fallen sie einmal hinten, machen kurz nichts und dann kannst du sie mit 2 bis 3 Schlägen platt machen. Sieht's aus, sieht's aus. Ah, Tauchausrüstung. Ah, hi. Sei.
Also an Essen mangelt es uns definitiv nicht. Nee, also Essen kann man sich hier momentan ganz schön zuschmeißen, das stimmt schon. So, dann schmeißt du dem mal ein paar Arme rein. Weil du kannst dir noch Arme reinschmeißen, ne? Die frisst du dann. Oh, jetzt fresse ich noch die Arme, ich Trottel. Bugelt da jetzt so fröhlich vor sich hin. Nein, jetzt habe ich selber gefressen. Oh. Oh, komm mal her. Wo bist denn du? Komm mal her. Wo bist du? Hier. Ja, du bist gehockt. Ich sehe das nicht. Geil. Hier sind ein paar Pantoffeln. Oh. Komm. Weißt du, was ich meine? Modern. Tochter? Oh, wahrscheinlich die ganze Familie. Jo, er rastet einfach komplett aus. Na, ich schmeiß ihn ja Fleisch hin. Bin mit den Körperteilen abgeschmissen. Richtig geil. Dann noch was, was man rauchen kann? Jo. Auf geht's, ab geht's, 9 Tage wach. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu den anderen. Oh. Au? Ich glaube, die wurde vom Hai gebissen. Dann irgendwo ein Haibus, Alter. Sei aber nicht so. Die sieht eher aus, als wäre da gerade ein anderes mit ihr gemacht worden. Hey, geil, da ist so ein Gummibett. Was? Hä? Mitten im Wasser. Na, wie heißen denn die? Nicht Luftmatratze, sondern... Du weißt, was ich meine. Mhm. Hä, hey, ich komm da nicht hoch. Ich merke mal immer richtig, wie ich mürbe werde. Mürbe? Ja, wenn du, man merkt mittlerweile doch ab einem gewissen Alter, wenn du müde bist, dann ist das nicht mehr wie früher. Das schüttet es da halt ab. Da finde ich die Memes immer geil auf TikTok. It is time. Ja. Oh, Fingerling, 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 wow. Fingerling. Autsch. Lass ihn kommen. Ja. Weg mit dir. Und 3, 2, 1. 1, 2, 3. Und los. Was? Oh, halt. Ja. Endlich wieder bessere Rüstung reindrümmeln. Geil. Ich heb die erstmal auf. So, das ist so eine perfekte Stelle, wo Babys immer kommen, oder? Oder noch weiter von Kanten. Aber warum? Was hat dir dieser Körper getan? Warum machst du das? Trophäe. Was, Trophäe? Hm? Was sind das eigentlich für fette Knochen hier, ey? Naja, von dem Riesenmutanten bestimmt. Oh. Ja, von so einem Mensch kann es nicht sein.
Vorsicht hinter diesen Kisten. Achso. Gut, ich war gerade schon wieder im Verteidigungs- und Angriffsmodus gleichermaßen. Ja, ja, ich weiß. Wie so ein geiler alter Bock, ey. Oh, sorry, ich wollte dich nicht beim Reden stören, aber ich will hier durch. Fingerling? Fingerling. Oh, andere Mutanten. Matze, sag mal, bist du denn noch wach? Bist du noch fleißig am Fahren? Oder bist du schon... Ich glaube, Matze lässt das bloß an nebenbei so laufen. Ja, naja, was auch verständlich ist. Ja, das ist ja auch allgemein wach zu bleiben. Ey, guck mal, bei mir ist Mucke. Und hier leuchtet was. Ja, wir haben doch hier noch eine Höhle, wo wir runtergehen können. Ach, da ist ein... Radio in der, Decke drin. In der Decke drin ist ein Radio. Ah, da geht das tief runter hier. Klettern. Ah, er ist immer noch am Arbeiten. Fleißig. Fleißig am Ackern, der Mensch. Unsere Fernfahrer. Mit dem Eggerwatsch. Ah, wir können wieder unser schönes Kreuz basteln. Hä? Aber das war hier beim letzten Mal nicht. Weißt du nicht? Ich glaube, du hast es wirklich nicht mehr. Du musst unten noch wegmachen. Ja, natürlich war das hier. Ich glaube, hier ist das Artefakt. Ja, ja, das war das Artefakt hier. Huh? Nice. Wie der das Ding auch hält, ne? Hm. Als wären das seine dritten. Beim Schlafen wieder rausgefallen sind. Oh, verdammt. Nicht schon wieder. Okay. Schön, dass in Kisten Knochen drin sind. Ja, die wurden fein säuberlich verpackt, nachdem man sie gefunden hat. Das war in Ordnung. Wenn man mal in unsere Kisten, die wir in Spielen haben, gucken würde, dann würde der eine oder andere auch einen Herzinfarkt kriegen. Wäre das echt. Ja, das stimmt. Ja, wieso kann ich das Seil nicht greifen? Ah. Stand zu weit dran, ne? Hat dein Charakter das Seil nicht gesehen, weil er im Seil dran stand? Nee, mein... Ja, ja, genau so. So ein Ding ist das. Wie der Wald vor lauter Bäumen, ne? Ist so. Welcher Wald? Ja, hallo. Ich trage die gesammelt.
Nee, 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 nee. Was ist jetzt mit Mucke? Nee, 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 nee. Genau, wenn wir weitergehen. Na komm, wir kommen doch gleich bestimmt wieder. Ja, sag ich doch, Babys. Barbies. Da, wo ist das hier hin? Ach da. So ein Baseballschläger wäre hier ganz cool. Ach, war hier nicht der Blob? Und ja. Das Betäubungsgewehr? Mit J. Gewehr. Okay, da können wir im Prinzip aus der Höhle raus. Ja, können wir. Weil dann ist ja nichts mehr. Nö. Warum hätte er das Betäubungsgewehr eigentlich wie der letzte Gangster? Weil er ein Gangster ist, Alter. Ja, das ist ja. Vom Shaitan erzogen. Ja, also die Mucke, die hier manchmal so mittendrin läuft, die ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ja. Also jetzt nicht unbedingt jedes Lied, aber so das eine oder andere kann man sich schon mal geben. Ich habe übrigens Kraftlevel 9. Müde. 9, ich bin bei 10. Oh, gleich bei 11. Scheiße, ja, ich muss ja Finger noch mal von vorne. Fingerling, Fingerling, Fingerling. Wo will ihr denn hin? Ich hab den gerade vorgehabt. Und down. Easy. Und los. Nietzsche. Sehen die nicht so? Ach, da. Ja, komm her. Okay. Wo gehen jetzt mit Sperren machen? Was ist so ein Unterwasserradar oder so nah? Alter, die Nadel, die geht da. Und das Zeichen in der Mitte. Was hast du? Ich dachte gerade, dass das Oxygen, also der Sauerstoff, der geht ganz schön schnell runter. Du meinst die Ölkanne? Kein Öl einfach? Ja, die Ölkanne finde ich ganz geil. Bitte füllen Sie kein Öl ein. Boah, Alter, das ist mitten in der Nacht. Geil. Ja, dann würde ich sagen, dann speichern wir ab. Und dann machen wir Feierabend für heute, oder?
Das klingt verdammt gut. Und wenn ich daran denke, dass ich morgen ja wieder hin muss. Und eigentlich noch ein paar Cuts setzen muss. Aber wobei, das kannst du ja theoretisch fertig machen. Ja? Mhm. Dann kannst du mir wieder schreiben, wann die Cuts sind. Das ist ein Orca. Das ist ein Orca. Oh, der Orca hat was gefressen. Ein bisschen. Das ist auch ein Orca. Der hat auch was gefressen. Aber ich. Und speichern, schlafen, nochmal speichern, weil hier Frag ist, L drücken, weg damit, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, ja, genau. Auch im Live-Chat, an Matze, ich wünsche dir noch eine gute Fahrt, mach nicht zu doll, fahr vorsichtig und so. Und an alle anderen auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank für das Kommentieren und auch nochmal vielen Dank an den Tipp mit dem Update, ne, weil also wir sind davon ausgegangen, dass es erst diese Woche passieren würde. Also von daher, dran geblieben, reingehauen, gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da lassen, auch bei den Menschen da mit dem Namen. Der sieht ja, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen darüber. Gut, dann. Der hat sich angezündet. Der hat mich angezündet. Hallo, Wasser, Wasser, Wasser. Sag mal, wann wird denn das Wasser mal so tief, dass ich hier jetzt. Du brennst. Nur falls es dir noch keiner gesagt haben sollte, du brennst. Lauf. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.